Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und ich verspreche euch, heute gibt es hier die besten Funde zu sehen, die wir hier jemals auf dem Kanal hatten. Unsere Sonnengängergruppe wurde von unserem Landwirt auf sein Hoffest eingeladen. Dort haben wir einen kleinen Stand aufgebaut, wo wir den Besuchern und den Landwirten zeigen wollten, weshalb wir überhaupt suchen gehen, was es für Dinge unter der Erde zu finden gibt, aber auch, was es für Gesetze und Regeln für uns gibt und ja, wie die Zusammenarbeit mit der Archäologie funktioniert. All das haben wir präsentiert und es kam wirklich fantastisch gut an. Wir haben es sogar mit einem Artikel in unsere Landeszeitung geschafft. Ja, am Ende des Tages habe ich mich noch eigentlich gefragt, warum ich da eigentlich kein YouTube-Video von mache. Und deshalb haben wir spontan das Handy rausgeholt und mit einfachsten technischen Mitteln dieses Video hier auf die Beine gestellt. Ja, also eine kleine Entschuldigung wegen mangelhaften Ton und Bild. Aber wenn euch das nicht abschreckt, bleibt gerne dran, schaut euch das an, dann wünsche ich viel Spaß mit dem Video. Ja, wir haben ja auf jeden Fall schon mal Helme. Wahrscheinlich Zweiter Weltkrieg, oder? Richtig. Bach schon. Gefunden im Bach. Ist das was Besonderes, dass das hier noch das Leder drin ist? Ja, richtig. Das ist äußerst selten. Das ist aber auch nur, weil es ein Bach von ist, dass das Leder noch erhalten ist. Wegen dem Wasser dann, da ist dann kein Sauerstoff dran gekommen. Dann ist das sogar noch flexibel. Wow. Wurden die beiden Helme zusammengefunden? Ja. Weißt du das? Ja. Der ist ohne Leder. Das sieht auch nach Militaria aus. Genau, das ist ein Bajonett. Bajonett, wollte ich auch gerade sagen. Da siehst du die Griffzahlen noch ein bisschen besser. Oh ja. So, hier haben wir noch ein paar Militaria-Funde. Das ist wahrscheinlich von einer Mütze. Das ist wahrscheinlich ein Granatsplitter. Ein Anstecker. Das ist ein Anstecker mit einem WHW, mit der Hilfswehr. Das sind die damals ja verkauft. Das sollte noch ein bisschen Geld aus der Tasche zu holen. Das ist für die Armee zu unterstützen. Ja. Winterhilfswerk. Ja, da war mal eine lippische Rose in der Mitte drauf, die ist leider nicht erhalten. Ach, da steht aber noch drauf. Lippe und NSDAP. Ja, das war ja so ein Treffpunktsdach, wieder so ein Gautag. Ja. 1933 könnte das sein. Auch Aluminium. So, hier sind zwei Schwerter drauf. Helm, Hakenkreuz. Sowas habe ich noch nicht gesehen, weißt du? Kannst du ein bisschen mehr dazu was sagen? Abzeichen in schwarz. Was meinst du? Da wurde ein Abzeichen in schwarz. Da haben wir noch was aus. Genau, das ist so ein Abzeichen für Hilfspolizisten. Das zum Ende des Krieges haben das ganz viele bekommen. Ja. Das ist dasselbe Material wie die ganzen Reichspfennige, ne? Ja, so ein Zink. Ja. So, jetzt brauchen wir ein Militaria vorne. Genau, das ist Tag der Arbeit. Arbeit. Das ist halt Aluminium und war ziemlich schlecht erhalten. Ja. Durch das Düngen und so. Hier haben wir noch was Schönes. Schulterklappe. Schulterklappe. Ja. Hier haben wir noch einen richtig schönen abgenutzten Löffel. Ja, das ist wirklich mal ein Original hier. Und das Besondere dran ist, tada, Hakenkreuz und der Adler. Ja. Ja, ansonsten ja, haben wir unseren Stand hier wirklich ganz gut gefüllt. Inklusive Müllfunde. 80% unserer Funde. Ja, wo haben wir denn noch was Interessantes hier? Also interessant finde ich immer wegen der Knöpfe, das will ich einmal kurz zeigen. Ja, jetzt haben wir jetzt mal eine kleine Erklärung für diese schönen Knöpfe, die wir immer so finden auf dem Acker. Alle Leute fragen immer, woher wir denn wissen, dass sie so alt sind. Ja. Wir sagen immer, die sind 200-300 Jahre alt. Und jetzt haben wir hier ein altes Hemd aus Detmold von 1708 von dem Herrn
Kurt Plöger. Das war mal bei einem Kriminalfall irgendwie archiviert worden. Da ist hier auch so ein Stempel mit drauf. Und deswegen ist das noch erhalten. Und da sieht man ganz schön, da sind Sternknöpfe in unterschiedlicher Art und Weise. Zwischendurch blanke Knöpfe. Guck mal einer an, ne? Genau. Und dann weiß man schon mal, hier, bitteschön, 300 Jahre alt. Ja. Das ist wirklich eine coole Info in dem Buch. Cool. So, ich glaube, die Zuschauer möchten unbedingt mal dazu was wissen. Das sieht natürlich extrem geil aus. Genau, das ist eine ganz, ganz alte Franziska. Die Franziska ist das hier. Die war schon im Museum und man hat die dann so auf die Germanenzeit bis Anfang des Mittelalters irgendwo eingeordnet. Ui. Ist ja wie eine Kampfaxt. Alles klar. Da haben wir noch mittelalterliche Messerklinge, auch schon konserviert, auch schon im Museum. Uiuiui. Auch sehr schön. Und um das mit den Klingen noch mal komplett zu machen, gibt es noch mal ein Spezial. Die Klinge ist auch frisch gefunden, deswegen ist sie noch ein bisschen im Wasser. Das Teil ist vermutlich aus dem 3. Jahrhundert nach Christus. Da haben wir hier einen dicken Rücken. Ja. Die Klinge und hier ist von dem an der Scheide noch das Heft. Das ist erhalten. Das kann sogar auch römisch oder auch germanisch sein. Ja, und der Museumsdirektor hat schon so seine erste Expertise abgegeben. Und da warten wir jetzt noch, bis es hier schön entsalzen ist. Und dann geht das ab zum Untersuchen. Sehr gut. So, hier haben wir noch so eine Krimskramskiste. Da kann ich dich gleich mal fragen. So ein Ding habe ich auch mal gefunden. Ja. Weißt du zufällig, was das ist? Das muss von irgendeinem elektrischen Stecker sein. Ah, schade, schade. Sowas, ne? Jetzt gerade mal gehofft. Ne? Also, Also alles so total Schrott, was man so findet. Andere mal rein. Da sind total Bleigeschosse dabei, die recht alt sind. Kunterbunte Tüte. Genau. Ah, die Schale wird ja auch gefunden. Ja. Was haben wir denn hier? Ne, Taschenuhr, die fällt erstmal direkt ins Auge hier. Ja, die habe ich ins Tütchen gepackt, weil die schon so ziemlich auseinanderbröselt. Bevor die jemand anfummelt und. Genau. Fällt sie auseinander in 100 Teile. Ja, ist doch mal schön, dass du die auch ganz hast. Das ist auch mal ein interessanter Fund. Da hat einer eine Münze einfach als Kopf umgearbeitet. Ja, Not macht erfinderisch, ne? 1800 irgendwas. Ja, warum nicht, ne? Ja. So, hier haben wir aber auch. Da gibt mal ein paar so Silbermünzen mal mitgebracht, einfach zu zeigen, was wir hier so dagegen haben. Das sind immer so die Fundpakete, die dann immer zum Museum gehen. Ne? Zum Beispiel hier. Wo dann da gefunden wurde, dann sind hier die ganzen Funde einmal drin. Oh, eine kleine Silbermünze drin. Ist die schon zurückgekommen oder? Nee, oder die gibt's noch. Die wandert noch. Okay. Ne? Ja. So, hier ist auch wieder so ein Knopf drinnen oder hier auch. Ja, ich muss dieses Jahr auch nochmal. Interessant. Hier waren ein paar mehr Silbermünzen dabei bei dem Fund. 24 ein Taler. Ja. Die sind interessant. Die habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen. Geschweige denn gefunden. Hier. Nicht von hier, ne? Du musst jetzt aber nachschauen, auf dem Kopf weiß ich jetzt nicht. Braunschweig vielleicht oder sowas. Ja. Fleißig, fleißig. Hüfte. Boah, nee, für Tim. Oder für Tim, ja. Tim. Was ist das? Womit ist das Abzeichen? Nee, Tim hat einen gefunden. Ja, Tim gleich. Noch ein kleiner Silberfund. Ja. 24 ein Taler oder so, hatte Felix gerade eben gesagt. Ja. Da sieht man es. Ja. Schon hart abgegriffen. Ja, die gibt es auch im besseren Zustand. Da, definitiv. Da wirst du bestimmt noch einen besseren finden. Aber, Silber. Ja. Die Münzen hier zum Beispiel, das war ein kompletter Ortfund, das war ein Portemonnaie, Lederportemonnaie, wo das alles drin war. Das Leder ist nicht erhalten gewesen, aber ich habe zumindest die Münzen alle retten können. Die waren alle schön zusammengebacken natürlich mit den Kupfermünzen, die Silbermünzen. Und ja, das ist schon ganz spannend, wenn man so ein ganzes Konvolut von solchen Münzen dann findet. Und dann natürlich auch in einem guten Zustand. Taler dabei. Das
das Ding, ey. Das ist doch eher eine Medaille, so bei der Größe. Ja, ne? Alter, das Teil ist doch geil, wirklich. Wow. Die gefällt mir wirklich. Guck mal, hier der Hermann. Genau, das war früher so ein Spazierstock dran, ne? Ein Spazierstockschild war das. Ja, cool. So, Felix, das Ding hier, das müssen wir jetzt sofort dran nehmen, glaube ich, oder? Ja. Das macht ja sowas von was her. Also das ist ein Ring aus gutem Gold, der hat keine Punze drin. Ich habe den Materialkuchen machen lassen, das ist reines Gold. Und man geht sogar davon aus, dass das ein antiker Ring ist. Es kann halt aber aus dem Orient antike sein, das weiß man nicht genau, vielleicht auch römisch. Es ist halt, muss noch analysiert werden. Hammerteil. Ja. Voller Ehrfurcht geht der Fokus sogar nicht an hier. Ja, ohne Witz, der will gar nicht angehen. Okay. Warte mal, ich muss es nochmal hier. So, schöne Verzierung hat der. Und der Stein, weißt du da was zu? Rubin. Das ist doch einfach mal ein Megafund. Okay. Warte. Haben wir denn noch? Ist das hier eine Schachfigur? Ja, das ist auch eine ganz alte Schachfigur. Die stammt aus der Nähe vom Schloss. Mhm. Da ist unten drin eine Glasplatte. Eine rote. Wow, schön. Also eine antike Schachfigur. Wie selten ist das mal, oder? Wahnsinn, ne? Ja. Vor allem, die muss auch erstmal aus Metall sein, ne? So. Und ja. Das ist ja nur den Leuten, die richtig Kohle haben. Ja, ja. Also, was ansonsten wahrscheinlich geschnitzt. Genau, geschnitzt oder Ton oder. Ja. Ne? Da haben wir wirklich ein paar Sachen. Und dieses Ding hier. Das ist eine Klapperscheibe vom Pferdegeschirr, seitlich. Wow. Mittelalterlich. Und ja, ist halt von irgendeinem Adeligen an seinem Pferdegeschirr. Ja, ist auch wirklich richtig schwer, ne? Ja. Also das wiegt was. Die kam bestimmt gut rein. Jo. Das hat geknallt ohne Ende. Tolles Teil. Ah, das ist wahrscheinlich Glas, oder? Das ist Glas, ja. Leider habt ihr schon einen Sprung in der Mitte. Ja. Und das sieht irgendwie so dazugehörig aus, aber... Ja, ist auch Mittelalter, aber das ist irgendwie eine Gewandnadel gewesen. Schön vergoldet. Ja, muss aber auch von Adeligen gewesen sein, weil ja nur die durften halt goldene Farbe tragen, sozusagen. Das ist auch so ein vergoldetes Teil, ja, hier. Ja, das ist auch mittelalterlich. Das ist von einem Schild, so die Verzierung ringsherum. Ja, okay. Ja. Diese anderen Teile, die daneben liegen in Gold, das ist praktisch von dem inneren Bereich vom Schild, wo die halt so Verzierungen mit hatten. Ja. Was halt natürlich dann, wenn man da drauf geklopft hat, zerborsten ist. Ja. Dann haben wir da Mittelaltermünzen. Ja, ich habe die gerade hier so schön drauf. Genau. Mittelalterlichen Beschlag vorne noch, auch mit Gold. Das ist so ein Damengürtelbeschlag aus dem Hochmittelalter. Boah, das ist das Gold aber wirklich noch gut drauf. Selten, dass man das noch so gut findet. Ja, in Feuerverzustand. Ja, stimmt, feuervergoldet habe ich auch schon gehört. Ja. Ja, lippische Rosen haben wir hier. Und das sind Zollmarken. Das sind die Zollmarken, ja, vor den Zolltürmen hier. Ja. Cool. Ja, die habe ich gerade schon aufgenommen gehabt. Kann ich dir auch sofort was zu sagen? Das ist ein Pfennig aus Limbo. Das ist ein altes Schätzchen, das sieht man direkt. Ja. Das siehst du auch schon am Silber, dass das nicht so wie diese um 1700 rum, ne? Das ist ja, richtig schön anderes Material irgendwie gefühlt, ne? Besseres Silber. Bernhard der Zweite oder ja, so müsste das sein, sagte meine Numismatiker das und meine Frauen. Davon gibt es jetzt das 18.50 davon. Also sehr seltenes Teil. Hammer, Wahnsinn. So ist das. Glückwunsch. Dankeschön. Also lasst auf jeden Fall mal ein Abo da. Es lohnt sich. Wir haben schon eine neue gute Fläche am Start. Ja, und wir haben viele Ideen und wir haben viel vor. Ja. Hier sehe ich noch schöne Ringe. Guck mal hier, schöne Rose. Ja. Ja.
Sieht aus wie ein Schlag oder eine Schließe, eventuell. Genau. Da habe ich jetzt aber ein Schätzchen hier gefunden. Das mal irgendwie gut einfangen. Uiuiuiui. Das sieht alt aus. Muss ich gleich mal den Felix fragen, was er da gefunden hat. Du kannst es auch rausnehmen. Auf der Rückseite ist auch noch was drauf, was anders aussieht. Okay. Guck mal bitte. Was ist vom Museum hier eine schöne Schachtel da gebastelt haben? Ich sag jetzt mal, das Museum konnte das tatsächlich nicht bestimmen. Ja, zwei Silbermünzen, du weißt. Kann ich so sagen? Es hat eine von den sechs Radio. Ja, das war die kleine Tour durch unseren Stand. Wenn ihr einen Lieblingsfund habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, was euch am besten gefallen hat. Ja, und falls ihr zu einem bestimmten Fundstück noch ein bisschen mehr wissen möchtet, dann keine Scheu, schreibt es einfach in die Kommentare. Wir werden bestimmt antworten. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und gerne bis zum nächsten Mal.